Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauch pur mit mir, Annette von Syltfit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was ihr braucht, ist eine Matte, ein bisschen Platz und ihr seid auf jeden Fall schon ein bisschen aufgewärmt. Und wir beginnen direkt einmal mit der ersten Übung. Kommt einmal in die Rückenlage, macht euch einmal lang, nehmt die Arme einmal auf die Seite. Und wir ziehen uns jetzt einmal sozusagen in ein diagonales Klappmesser mit dem linken, mit der linken Hand zum rechten Fuß nach oben und zieh dich hoch. Du kannst dich hier gerne auf deinen Ellenbogen abstützen, kein Problem. Jawohl. Das andere Bein bleibt liegen und wenn du hochkommst, atmest du aus. Wenn das zu schwer ist, nimmst du Ellenbogen und Knie, aber versuchst zumindest im Wechsel, dich einmal hier oben zu treffen. Und komm. Sehr schön. Zieh dich hoch und tief. Hoch und tief. Und komm. Wir machen es mal gemeinsam. Zwei Stück. Ellenbogen und Knie. Und Fuß und Hand. Sehr gut. Und nochmal Ellenbogen und Knie. Und Fuß und Hand. Und der letzte hier auf dieser Seite. Mach dich einmal lang, ganz kurz einmal in die Dehnung kommen. Wir machen das direkt auf der anderen Seite. Damit ihr das besser seht, drehe ich mich einmal um. Und auch hier Arme wieder zur Seite. Ich halte mich hier so ein bisschen fest und komme einmal hier mit meiner rechten Hand zum linken Fuß. Drück mich auch hier einmal hoch. Jawohl. Und auch hier, wenn es zu schwer wird, nimm Ellenbogen und Knie, komm hier zusammen. Und nochmal Fuß und Hand. Jawohl. Du dosierst diese Übung, so wie du es kannst. Entweder bleibst du auf dem Schulterblatt liegen oder drückst dich wirklich richtig hoch oder nimmst nur Knie und Ellenbogen. So wie du es schaffst. Die letzten 4, 3, 2. Und der letzte hier. Und einmal lösen. Mach dich einmal lang. Streck dich hier direkt einmal. Zieh die Fersen nach unten raus, die Arme nach oben weg. Spür, wie dein Bauch einmal hier in die Dehnung kommt. Von hier aus kommen wir einmal in den Seitstütz. Variante Nummer 1 ist, du winkelst das untere Bein an, kommst hier einmal auf das Knie. Variante Nummer 2, du streckst beide Beine und kommst quasi auf deine Füße. Einmal hier den Ellenbogen nach oben und jetzt kommst du einmal nach unten tief und ziehst dich wieder hoch. Tief und hoch und tief und hoch. Und komm in die Rotation. Der Ellenbogen setzt wirklich mal ganz kurz ab und du ziehst dich wieder nach oben in den Seitstütz. Die letzten 4, 3, 2. Und der letzte, einmal Knie absetzen, Hüfte absetzen. Das machen wir auch auf der anderen Seite. Du wählst deine Variante, ob mit angewinkelten Beinen, das heißt, ob du aufs Knie hochkommst oder ob du beide Füße streckst, beide Beine streckst und ziehst dich einmal hier nach oben und kommst einmal hier auch mit dem Ellenbogen kurz tief und ziehst dich wieder hoch. Jawohl. Sehr gut. Halte durch. Und komm. Die letzten. Ellenbogen berührt kurz den Boden. Komm, das schafft ihr. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und der letzte auch hier. Und einmal lösen, Knie ablegen, Hüfte ablegen. Ihr kommt einmal in die Rückenlage. Macht euch einmal ganz kurz, ganz lang. Zieht nochmal die Fersen raus. Die Dehnung zwischendurch ist wirklich gut und hilft dir, dass der Bauchmuskelkater nicht ganz so groß wird. Jetzt machen wir Folgendes. Wir lassen einmal den rechten Arm oben. Kommen mit dem linken Arm nach vorne.
Komm einmal mit dem rechten Knie ran, das linke bleibt hier. Und jetzt ziehen wir uns quasi im Wechsel wie ein Käfer, genau, in die Länge. Wenn das Bein nach unten sich streckt, streckt der Arm sich parallel und komm. Lass deinen unteren Rücken, ganz wichtig, einmal auf der Matte. Atme aus. Wenn es zu schwer wird mit dem Nacken, dann lässt du die Arme weg und machst quasi die Bewegung mit dem Bein wegschieben. Separat und stützt dich hier mit deinen Händen im Nacken ab. Und ansonsten nimmst du die Arme mit. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Einmal lösen. Kurz in die Dehnung kommen, lang machen und wir drehen uns einmal rum in die Stützposition. Jawohl, über den Kniestand sozusagen, Ellenbogen unterhalb der Schulter, Füße aufstellen und wir halten. Wir halten nur, das ist eine wunderbare Ganzkörperübung, die Plank. Die könnt ihr aber letztendlich insbesondere für die Stabilität eurer Rumpfmuskulatur jederzeit machen. Es gibt wunderbare Challenges, wenn man das bis zu 5 Minuten, bis zu 6 Minuten oder vielleicht noch viel, viel länger schafft, dann seid ihr richtig gut dabei. Aber wir fangen hier erstmal an mit 30 Sekunden. Ich weiß, ihr könnt länger, aber wir haben auch ja noch ein bisschen was vor uns. Haltet fest. Bauch ist fest. Und komm. Noch 4, 3, 2. Und lösen. Sehr schön. Komm von hier aus einmal wieder in die Rückenlage. Am besten immer abrollen, indem du dich auch in einem Kniegelenk festhältst. Deine Arme gehen zur Seite. Komm mit den Füßen nach oben. Deine Zehenspitzen ziehst du ran und zeigen sozusagen zum Kopf. Und ohne zu viel Kraft aus deinem Arm rauszunehmen, kommst du ein bisschen nach oben und wieder zurück. Atme aus und ein. Du darfst hier ein bisschen Schwung nehmen, aber versuch nicht ganz so viel in so eine Schaukelposition zu kommen, sondern dich langsam hochzuziehen und langsam wieder zurück. Jawohl. Und komm. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4. Noch 3, noch 2 und der letzte. Sehr gut. Von hier aus wieder in die Plank-Position. Ellenbogen wieder unterhalb der Schulter. Streck deine Beine und wir lösen jetzt hier im Wechsel einmal nur die Beine, aber ohne mit der Hüfte groß aufzudrehen. Ja? Versuch hier, dass deine Hüftknochen parallel einmal, ohne aufdrehen das Ganze hier, hebst du die Beine im Wechsel ran. Und komm, wird es zu schwer, halten wir nochmal. Okay, und komm. Die letzten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte. Sehr gut. Einmal zurück auf den Popo. Halte dich nochmal fest. Wunderbar. Streck dich einmal. Mach dich richtig lang. Zieh einmal hier die Fersen im Wechsel nach unten weg und streck dich nach hinten oben raus. Okay, nächste Übung. Ihr kommt einmal mit den Beinen nach oben in Richtung Decke. Löst einmal Kopf und Schultern von der Matte. Ihr bleibt hier. Ihr öffnet die Beine, zieht einmal die Knie zu euch ran und streckt die Beine. Das ist fast wie so eine Brustschwimmbewegung. Ja? Wichtig ist hier, dass der Oberkörper oben bleibt. Und komm, mach die Beine lang. Öffnen, abknicken und zusammen. Öffnen, abknicken, zack. Jawohl. Hoch, öffnen, ran und zusammen. Hoch, öffnen, ran und zusammen. Die letzten 4. Bleib oben mit Kopf und Schultern. Komm, zieh dich noch ein bisschen hoch. 3. Jawohl. 2. Und der letzte. Jawohl. Von hier aus wieder in die Stützposition. Diesmal in die Liegestützposition. Handgelenke auch hier unterhalb der Schultern.
Einmal die Beine strecken und jetzt zieht ihr nur diagonal das rechte Knie zum linken Ellenbogen und wieder zurück. Macht es langsam. Andere Seite, links zu rechts. Und komm. Ausatmen. Und. Sehr gut. Wenn es zu schwer wird, einfach nur halten. Nur halten und komm. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte. Sehr gut. Einmal hier kurz in den Katzenbuckel kommen. Und in den Pferderücken. Einmal kurz überdehnen. Nochmal rund. Nochmal gerade. Und wir kommen zurück auf den Boden. Roll dich wieder ab. Mach dich lang. Zieh dich auch hier nochmal schön raus. Und weil wir hier gerade so wunderbar liegen und es auch langsam warm wird, mir zumindest, nutzen wir die Gelegenheit, um ganz langsam von der Rückenlage uns hier an den Seilen, die von der Decke herunterkommen, festzuhalten. Und wir rollen hier ganz langsam, Wirbel für Wirbel, über die Bauchmuskulatur nach vorne auf. Mach dich hier vorne einmal rund. Und genauso langsam gehen wir wieder nach hinten zurück. Dein Kinn geht in Richtung Brustbein und du rollst ganz langsam nach unten ab. Jawohl. Nimm die Arme über den Kopf, atme hier ein und mit dem Ausatmen hältst du dich wieder fest an den Seilen und rollst ganz langsam nach oben auf. Sehr schön. Einmal hier rund machen und komm wieder zurück. Super. Wenn das noch nicht beim ersten Mal sofort klappt, kein Problem. Übung macht bekanntlich den Meister. Zieht euch nach oben. Und wieder nach hinten zurück. Langsam, nicht fallen lassen. Merkt richtig, dass ihr hier abrollt. Wirbel für Wirbel, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken. Und ein letztes Mal. Nicht so viel Schwung nehmen. Und haltet euch hier fest. Und zieht euch einmal hier nach oben hoch. Wunderbar. Und kommt ganz langsam nach hinten zurück. Wunderbar. Super. Einmal hinlegen. Genau, Arme zur Seite. Kommt mit den Füßen gestreckt einmal nochmal in Richtung Decke. Und jetzt kommt ihr einmal hier mit den Beinen zur einen Seite. Passt aber auf, dass ihr nicht umkippt, sondern haltet euch über eure seitliche Bauchmuskulatur fest. Und kommt hier einmal sozusagen in eine Schwingposition. Bisschen dynamisch das Ganze von rechts nach links. Sehr gut. Und komm. Kannst dich hier so ein bisschen abstützen auf deinem Boden, aber versuch trotzdem, die meiste Kraft aus deiner Bauchmuskulatur hier rauszuziehen. Schön zur Seite, nach oben und zur anderen Seite. Und komm, die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und hier der letzte. Wunderbar. Einmal Füße abstellen, Beine ausstrecken, Arme nach oben nehmen, einmal tief durchatmen, zieht einmal die rechte Ferse nach unten und den rechten Arm nach oben raus, macht euch hier einmal ganz lang in der rechten Seite, haltet einmal kurz, atmet tief in den Bauch ein und lösen und einmal auf die andere Seite, auch hier die Ferse nach unten rausziehen. Den Arm nach hinten oben rausschieben. Jawohl. Bleibt hier mit den Armen, stellt einmal die Füße auf und kommt hier einmal nach oben und überstreckt euch hier so ein bisschen, dass ihr einmal eine Spannung, eine Dehnung in der Bauchmuskulatur habt. Spürt hier einmal die Dehnung in der Bauchmuskulatur und einmal ganz langsam abrollen, bis auch das Steißbein die Matte berührt. Wunderbar. Puh. Und das war's schon wieder für heute. Super, dass ihr mit dabei wart bei einer Folge Bauch pur mit eurer Annette. Und bleibt Syltfit.
Tschüss.